Einen schönen guten Abend. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Talk Gigafunk, Freifunk ins Gigabit-Zeitalter. Wir werden einen historischen Abriss über Freifunk, OpenWRT, Gluon und Netzwerkhardware erleben, der uns von Scorpi präsentiert wird. Daher bitte einen herzlichen Applaus für Scorpi. Hi, ich bin Scorpi und mache Internet. Freifunk seit Ende 2014. Infrastruktur bei Frankfurt auch so kurz danach angefangen, mache beruflich Internet und wollte ich ein bisschen über meine Erfahrung und die Zukunft von Freifunk, zumindest von der Hardware-Seite erzählen. Wo kommt Freifunk, insbesondere Frankfurt, her? Wir hatten damals viele 48er oder 4/32 MB-Geräte. Das Internet ging normalerweise über irgendwelche shady Schweden-VPNs oder andere ins Internet. Und das waren irgendwelche gesponserten VMs. Und Fiepe, soll das so? Ja, die Schweden-VPN-Z war besonders toll. Das war halt auf irgendwelche Infrastruktur, wurden die VMs gesponsert von irgendwelchen Privatleuten, teilweise auf Mail-Servern drauf. Da gab es auch Postfix auf einem Batman-System, also lief super damals. Und das andere Problem war, dass halt Mesh-Domain mit über 500 Knoten, also auch mehr als 1000 Clients in einem der zwei Netz existierten. Und das skaliert halt nicht so gut. 2014, ja, war das halt irgendwie, das sollte nicht, okay. Auf jeden Fall haben wir das VPN so 6 bis 10 Mbit hinbekommen. Die Archer C7 ein bisschen besser. Und die Nvidia 4900 dank PowerPC CPU 40 Mbit, ein bisschen mehr, ja. Dabei muss man halt auch sagen, die DSL-Leitungen waren damals auch nicht die größten. Ne? Also DSL hat so 50 Mbit abgedeckt und Kabel vielleicht mal 300 Mbit. Höher ging es damals kaum. Glasfaser ausbauen war 2014 in Deutschland auch noch nicht ein Thema. 2015 ist man langsam die Schweden-VPNs und ähnliche losgeworden. Hat entweder selber den Traffic ins Internet ausgeleitet über dedizierte VMs oder über Freifunk Rheinland, und manche hatten auch eigene Hardware-Standorte angefangen, wie zum Beispiel Freifunk Darmstadt. 2016 hat sich im Gluon ein bisschen was geändert. Da wurde der Mesh-Support über LFS realisiert oder ermöglicht, von IBSS weg. Das hat dafür gesorgt, dass wir deutlich mehr Hardware supporten konnten, weil einige Hardware kann LFS kann, und es ist auch einfach der bessere standardisierte oder besser spezifizierte Standard. Anderes Problem damals war, dass Batman, wenn man mehrere CPU-Kerne eingesetzt hat, gecrashed ist. Dadurch waren performantere Setups nicht möglich, oder man musste halt viele Single-Core-VMs laufen lassen, um dann Scale-Out machen zu können. Konnte nicht mit normalen Techniken skalieren. 2017 kam Tunneldecker ins Spiel. Das Problem ist dabei, dass es ein relativ komplexes Setup ist und auch keinen V6-Support hat, bis heute nicht. Und dadurch nicht super viel gebracht hat dem Ganzen. Ein bisschen Performance, aber hat halt natürlich auch viele Drawbacks. Als Lebenserhaltungsmaßnahme wurde da ein 70 Tiny eingeführt. Das Problem ist, dass der RAM und der Flash nicht ausreichten für die normalen Installationen bei Gluon Targets und bei OpenWRT Targets, deswegen da einfach an mehreren Stellen gespart werden musste. 2018 wurde von OpenWRT die 4/32 Geräte endgültig end of life gesetzt. Das wurde noch ein bisschen länger supported, aber ja, waren halt 2014 billig, aber halt damals schon veraltet. Und da hat halt 2018 der Fade-Out angefangen. Neu dazu kam IPQ
40 in OpenWRT, zum Beispiel auch eine Fritzbox 4040 als Target. Und das konnte so 40 Mbit im FastD, wenn es gekryptet war. Uncrypted ein bisschen mehr, aber hatte auch da seine Einschränkung. Ein sehr wichtiges Feature ist der Scheduled Domain Switch oder allgemein Multi-Domain-Fähigkeit von Gluon, in die 2018 dazu kam. Damit waren Migrationen der Batman-Version möglich, von problemlos von IBSS auf 11S oder auch der Split von Domain in einzelne Bereiche oder in kleinere Clientnetze. So, 2019 ist relativ wenig passiert. 2020 hatten die Leute auf einmal viel Zeit, viel neue Hardware kam auf den Markt, noch mehr Hardware wurde supported. Zusätzlich kam OWE, Opportunistic Wireless Encryption, ins Spiel, hat dadurch Roaming-Möglichkeiten oder Roaming bei Apple-Geräten überhaupt ermöglicht, da Apple Management Frame Protection voraussetzt, um ja, die Roaming-Features von WLAN zu benutzen. Und dafür war dann noch OWE nötig. Das funktioniert zum Beispiel auch gar nicht auf älteren, schlechteren Geräten. Wenn der RAM und der Flash nicht ausreichen, geht auch OWE nicht. Und das hat halt das andere Problem, wenn ich in ein OWE-Netz, wenn ein Gerät das erste Mal in ein OWE-Netz geht, merkt es sich das und joint danach keine Netze, die gleich heißen, aber keine OWE-Transition anbieten. Das heißt, wenn mein Gerät auf einem guten Access Point connected ist, dort auf OWE geht, dann merkt sich das. Wenn es danach ein 48er Freifunknetz sieht, dann joint es danach dieses Netz nicht mehr, weil es sich denkt, so, hey, das kann nicht sein. Ich habe ja eigentlich ein encryptedes WLAN erwartet. Warum ist das nicht so? Das ist unsicher, das mag ich nicht. Muss man das Profil löschen, um wieder reinzukommen, aber erstmal geht es nicht weiter. 2021 sind primär Multicast-Optimizations dazugekommen. Einfach, dass der gesamte Multicast-Traffic besser verteilt wird, besser gefiltert wird. Ja. 2022 ist wieder relativ viel passiert. Die Legacy-Geräte wurden final aus Gluon entfernt. Und es wurden viele neue Geräte, aber auch viele alte Geräte neu unterstützt. Einfach weil die Geräte zum Beispiel auf dem gebrauchten Markt erhältlich waren, konnte man die dann auch supporten. Und 2022 kam aber auch WireGuard mit VXLAN in Gluon rein. Das hat leider den Nachteil, dass es deutlich mehr Overhead hat, da ich eine mehrfache Enkapsulierung durchführen muss. Also ich nehme ein normales Ethernet-Paket, packe das in Batman ein, packe das in VXLAN ein, packe das in WireGuard ein. Dann geht es Richtung Internet, da ist auch vielleicht noch meine PPPoE-Session für meinen DSL-Anschluss im Weg. Und dann geht es wirklich erst ins Internet. Das heißt, ich habe einen riesen Overhead, den ich an Verlust habe, der natürlich auch immer CPU-Zeit kostet, wenn ich die bearbeite. Also habe ich nicht super viel gewonnen. Auf der anderen Seite kam FastD L2TP ins Spiel. Das ist unencrypted FastD, aber mit Offloading von L2TP in den Kernel. Dann habe ich keine Context-Switches mehr. Ich habe auch nicht eine mehrfache Enkapsulierung. Ich bekomme mein L2TP-Paket und kann das direkt in meinen Batman-Stack-Verarbeiter verarbeiten. Und dann kam 2022 noch allgemein der WLAN X-Support. Ein Spiel, der noch verschiedene Optimierungen und Verbesserungen bringt. So. Beispielgeräte, die in der Zeit vorbeikamen, waren der NanoPi R2S. Der hat damals encrypted ca. 250 Mbit DSL gemacht. Da war aber das DSL wahrscheinlich das Bottleneck. Vielleicht konnte ein bisschen mehr, aber der war auch schon so bei 90% CPU-Loss. Also wie viel genau da geht. Ohne Encryption, also mit FastDL 2TP, schafft er 500 Mbit. Ist ganz okay. Hat auch kein WLAN-Gerät über. Aber wir kommen später dazu, warum ich das jetzt nicht mehr empfehle. War halt eine gute Übergangslösung. Dann kam der NVIDIA X50 ins Spiel. Sieht genauso aus wie der hier. Das ist
nur der hier ist der Pro, kommen wir schon hoffentlich noch später zu, ist ein AX-fähiges Gerät, hat 200 Mbit ungefähr, was es dann fast hier kann, und auch 200 Mbit auch per WLAN-Mesh. Die ist sehr stabil, funktionieren. Gibt es auch als Outdoor-Gerät, haben wir hier auf dem Event auch hängen draußen und macht unser Outdoor-Netz. Funktioniert auch mit einigen Clients. So, das war's bis letztes Jahr. 2023 hat sich nochmal ein bisschen was getan. Allgemein nochmal so eine Infrastrukturveränderung. Freifunk Frankfurt hat eine Co-Location mit eigenem AS, mit dem Anschluss an mehreren Internet-Exchanges, mit verschiedenen Transit-Providern und ist jetzt von ein paar VMs bei irgendwelchen Leuten privat zu einem richtigen Internet-Service-Provider gewachsen. Es wird fast die L2TP heutzutage normalerweise eingesetzt und wir haben von diesen großen Client-Netzen mit mehreren tausend Clients und mehreren hundert Routern zu kleinen Domains mit unter 100 Geräten normalerweise gesplittet. Zudem unterstützen wir und auch einige andere Communities machen das, kleinere Communities mit Uplink. So. Vor kurzem kam Gluon 2023.1 raus. Das hat ein paar neue Features. Das hat den S-Caching. Damit habe ich einfach eine snappiere Erfahrung, weil meine DNS-Antworten für Google von meinen lokalen Freifunknoten ausgeliefert werden und nicht erstmal bis zum Gateway gehen, dort den Roundtrip machen und dann wieder zurückkommen. Spare ich halt einfach einige Millisekunden. Wir haben Modem-Support für LTE-Geräte direkt in Gluon. Ohne irgendwelche weiteren Module, die ich installieren muss. Ich muss einfach nur sagen, hier das Paket. Ich kann im Config-Modus das aktivieren und habe einen LTE funktionsfähig. 5G funktioniert damit theoretisch auch schon, nur haben wir keine 5G-Geräte in dem Gluon Release drin supportet. Eine andere Sache, die dazu kam, ist, dass wir Interface-Rollen jetzt auch über die Web-Oberfläche konfigurieren können und nicht nur über die CLI. Das heißt, ich kann jedem Interface oder auch VLANs sagen, hey, du bist jetzt ein Client-Netz, du bist ein Mesh oder ein WAN-Interface. Das gab es bisher auch nicht. Genau. Dann haben wir ein paar neue Geräte. Das hier ist der NVR 50 AX Pro. Der hat einen Dual-Core mit 1,8 GHz drin, hat einen 2x2 2,4 GHz WLAN und 3x3 5 GHz WLAN. Ich gebe den nochmal rum. Genau, und der schafft problemlos im rein kleinen Betrieb 500 Mbit. Das ist auch für irgendwelche Office-Installationen relativ sinnvoll einzusetzen. Dann gibt es einen relativ interessantes neues Target-9-System, wird auch VLogic genannt, das ist von MediaTek, der MT7986, der hat vier Kerne auf 2 GHz, das ist auch ein AMV8, und der schafft dann beim NATen symmetrisch mindestens 1 Gigabit, je nachdem, ob ich noch andere Feature anhab, aber normalerweise sogar mehr als 1 Gigabit. Ich kann damit den 2,5 Gigabit Port, den das Gerät hat, problemlos mit dem iPerf auslasten. Der ist in OpenWRT 2305 dann mit drin. Das wird ja bald released und dadurch auch im Gluon Master. Was relativ relevant ist, das ist der erste Chip, der überhaupt 6 GHz kompatibel ist. Ich habe da die Möglichkeit, verschiedene Antennenkonfigurationen zu machen. Funktioniert das? Nein. Funktioniert doch kein Pointer. Auf jeden Fall habe ich immer normalerweise ein 2x2 2,4 GHz Radio Setup. Andere größere Setups lohnen sich normalerweise nicht. Das haben einzelne Enterprise-Systeme, aber das ist selten. Dann habe ich auf den teureren Geräten einen 4x4 Stream für die 5 GHz
und 2x2 Giga für die 6 GHz als Standardgerät. Das gibt es aber auch noch in verschiedenen anderen Varianten. Kommen wir gleich zu. Wir haben diesen wunderbaren TUF. Großartiges Gerät für Heimnetzwerke. Der kann im WLAN so 1,4 Gigabit problemlos. Hat eine 2x2 und 3x3 Antennenkonfiguration. Genau, und dann habe ich auch noch mit den Netgear. Da fehlen gerade die Schrauben, deswegen hat er diese wunderschönen OpenBT-Sticker. Der schafft sogar 1,71 Gigabit im WLAN problemlos. Wobei wahrscheinlich das Kleingerät an der Stelle das Bottleneck war. Also das Problem bei den Geräten in der Preiskategorie ist, Leistungskategorie ist, dass sie halt PoE Plus brauchen. Das heißt, in einfachen PoE-Switchen kann ich das leider nicht mehr betreiben. Es gibt bisher ein einziges Wi-Fi 6E-Gerät. Das ist der Predator. Dieses wunderschöne Gaming-Gerät. Mal von innen. Und damit habe ich auch das erste Gerät, das in Open Source, also in OpenWRT mit 6 GHz kompatibel ist. 6 GHz Clients gab es schon deutlich länger. Da waren die Treiber auch offen. Aber für Access Points hat das ein bisschen gedauert. Da habe ich aber auch die große Antennenkonfiguration, also auch wieder 4x4 bei 5 GHz, weil da einfach die meisten Clients unterwegs sind. Wenige Geräte haben bisher 6 GHz Support. Das heißt, ich muss da weniger Geräte supporten und kann einfach mehr Leistung im Bereich 5 GHz unterbringen, um halt die mehr Clients mit mehr Leistung zu versorgen. So, Geschwindigkeit. Wir waren vorhin so bei, haben bei 8 Mbit angefangen. Ja, es gab ein paar Geräte, die kamen dann so im Bereich von 40 Mbit. Und das ist leider ein langsamer Speedtest. Wir haben hier in den Raum kein besseres Internet bekommen. Also das Problem ist, dass halt der fast jede Overhead und eine MTU von 1280, die man normalerweise im Tunnel fährt, da bremst und der Gigabit-Link. Ja, das war über WLAN. Also das war problemlos über WLAN. Der Buffer-Bloat oder sowas ist auch nicht stark gestiegen. Ich meine, schaut euch den Jitter an, das sind 0,3 Millisekunden. Das ist eigentlich im Rahmen des Akzeptablen. Also ich glaube, die meisten Büros haben ein schlechteres Netzwerk. Die Bedingung dafür ist, der Uplink natürlich, Gigabit zu Hause, ist jetzt realistisch möglich. Das gab es 2014 seltenst. Ein Problem ist, dass der Tunnel-Overhead halt bremst. Ohne IRQ-Balance, wenn das nicht aktiv ist, habe ich auch ein Problem. Und ich brauche natürlich auch mindestens AC-Geräte, die 80 MHz, eher 160 MHz können, um dann auch im Bereich von den 1,71 Gigabit zu kommen. Das geht halt nicht auf ältere Hardware. Kennen Apple-Geräte auch nicht. Und ich brauche natürlich den passenden Client für. Eine andere Lösung für den Uplink ist natürlich Richtfunk anstatt den Heimanschluss. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Fensterbank zu Fensterbank, Freifunk ist eigentlich tot. Da habe ich häufig durch gedämmte Scheiben, folierte Scheiben so Probleme schon. Aber wenn man den Richtfunk ordentlich plant und 60 GHz einsetzt, dann kommt man da problemlos über 500 Mbit, eher mehr als ein Gigabit. Und dafür habe ich natürlich verschiedene Einsatzgebiete. Ich kann das benutzen, um mehr Upload zu haben, als ADSL-Alternative. Auch in Großstädten gibt es noch Bereiche, die weiter nur ADSL haben. Oder einfach als temporären Uplink, sei es für eine Veranstaltung, sei es für irgendjemand, ist gerade eingezogen und da kommt erst in 90 Tagen der DSL-Anschluss hin. Letzte Worte zu dem ganzen Thema. Updatet euer Gluon, dann könnt ihr auch diese neuen Targets überhaupt supporten. Ihr könnt auch sonst Versionen irgendwann nicht mehr einfach überspringen. Das heißt, ihr müsst dann so mehreren Schritten updaten. Deswegen update earlier, update often. Dedizierte Offloader sind nicht mehr nötig. Also
Früher haben Leute irgendwelche Futros verwendet. Die sind normalerweise nicht über 100 Mbit in der Leistung gekommen. Und jetzt habe ich halt Geräte, die unter 10 Watt verbrauchen und halt über 500 Mbit in einem Durchsatz kommen. Na, ist halt komplett, hat sich der Markt verändert. Setzt sinnvolle Hardware ein, damit er halt auch das Image von Freifunk nicht kaputt macht, weil mit einem Gerät, das irgendwie keine 5 Mbit hinbekommt und auch nur 2,4 GHz hat, sind die Leute ja traurig, die gehen ins, oh, ich habe ein freies Netz hier, ich gehe in den Freifunk rein, das funktioniert nicht, lösche ich, will ich nie wieder sehen. Genau, wenn der Internetanschluss nicht ausreicht und ihr mehr Bandbreite braucht, nutzt 5G, das funktioniert relativ gut. Ist ja jetzt auch bald in OpenWRT direkt drin, das heißt, ich kann auch irgendwelche Veranstaltungen direkt mit Uplink versorgen. Und redet mehr miteinander, redet mehr mit den anderen Freifunk-Communities. Die meisten Freifunk-Communities haben die gleichen Herausforderungen. Gibt da auf vielen Events dann Meetups und ähnliches. Genau. Und dann probiert nicht vor euch hinzurotten. So. Vielen herzlichen Dank für deinen Talk. Bitte einen großen Applaus für den aktuellen Stand von Freifunk. Gibt es Fragen von eurer Seite oder Diskussionspunkte? Ja, in was für einer Preisklasse reden wir da bei Access Points? Die sind, glaube ich, noch bei 200 oder 250, schwankt stark. 119, glaube ich, heute. 110 bis 130, kommt auf den Tag drauf an. 110. 80 Euro. Hey, nee, das ist der Pro. Okay, den Pro kann man problemlos auch für 80 bekommen, wenn man Glück hat. Das ist der ist halt einen Tag älter. Den kann man manchmal auch für 50 bekommen. Ich glaube, Standardpreis sind so 70 plus minus 100 Tage Schwankung. Der hier war mal relativ günstig. Der ist jetzt eher, wenn man alle Komponenten zusammen mit Heatsink und SD-Karte und Netzteil bei über 100 Euro. Also lohnt sich nicht mehr so wirklich. Ich glaube, hier war noch eine Frage. Ja, du hattest, oder ihr hattet aufgehört, FastD zu testen, als ihr auf LT2P umgestellt habt, richtig? Ja, Faktor schon. Dass die Dinger mit FastD dann noch bringen könnten, die neueren? Ich weiß, dass er mindestens 600 Mbit kann. Also ich habe den TUF mal mit getestet, aber da bin ich mir sicher, dass der Internetanschluss an Battlelink war. Die ganzen Bandbreitenangaben bezogen sich auf das Set, also waren das VPN-Durchsätze? Diese 1,71 Gigabyte, 1,4 Gigabyte zum Beispiel, oder das ist reine WLAN-Performance? Warte. Hier sind das reines WLAN. Also da steht WLAN dran, da, das ist das, was ich über das WLAN bekomme. Mhm. Wie viel wir da bei Freifunk bekommen, müssen wir nochmal, sind wir gerade noch am Testen, weil wir hier einen größeren Anschluss haben. Okay. Der Speedtest war Freifunk mit WLAN. Ja, genau. Okay, danke. Weitere Fragen? Ansonsten hätte ich noch eine vielleicht etwas philosophische Frage, die man vielleicht auch gar nicht so genau beantworten kann. Das war jetzt quasi ein Rückblick der letzten 10 Jahre. Wo sind wir in 10 Jahren, deiner Einschätzung nach? Ich glaube, der Bedarf nach offenem WLAN wird nicht verschwinden. Auch 5G und 6G werden das Problem oder den Bedarf danach nicht lösen, weil nicht jeder hat einen Internetanschluss. In Gebäuden so ist ja Durchsatz so nicht da. Und wenn jeder dahin gehen würde und ja, Mobilfunk benutzen würde, würde es halt auch nicht ausreichen. Also ich kann halt nicht nur, wenn jeder seine Updates über Mobilfunk macht, ist halt auch irgendwann die Zelle voll. Dann, Dankeschön.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, falls jemandem noch Fragen einfallen sollten, man kann dich wahrscheinlich auf dem Event noch erreichen. Ja. Sehr gut. Dann vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass ihr hier wart und fröhliche MRM-CD.